Ein letztes Mal World of Tanks. Mein Premium läuft eh bald aus. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und mit Ani wurde ich gelockt im Winter-Event und jetzt habe ich noch ein bisschen Lust, so schlecht ist das Spielprinzip ja insgesamt ja doch nicht. Und ich habe noch Premium 4 Tage, also ich dachte, komm, heute vielleicht noch einmal und das war's dann, glaube ich auch, weil da gibt es ja genügend anderes, was noch auf der Liste ist, weggezockt zu werden. Ich habe diesen Panzer hier jetzt für mich so freigeschaltet, wie ich es wollte. Die Crew ist auch fleißig am Leveln hier. Jo, wir hauen noch direkt hier was rein. Moment, da, zack, so eine Stunde, Mama. Bonus-XP für 2 Stunden. 75%, ne, machen das hier. Bonus, das da. Und jawohl, da. Auf geht's, ab ins Gefecht. Oh, fuck, ich hab kein Vollbild. Ups. Ups. Ach, bei der Map weiß ich nicht. Ich muss irgendwo an den Rand. Ich muss raus. Ich muss raus. Aber ich werde direkt erkannt. Ist doch Bullshit, oder? Also das ist doch kein Häuserkampfpanzer hier. Wo kann ich mich denn hier irgendwo hin? Schwierig. Schwierig. Ich werde total versagen, weil ich total falsch stehen werde. Müsste irgendwo in Deckung stehen, aber... Ah, vielleicht da. Genau da will ich hin, Junge. Das ist eine beschissene Position, in der ich stehe. Was stürmt ihr denn noch alle vor, ihr Vögel? Kriegen wir so mal so ins Maul. Kann ja auch nichts machen, hier ist alles zu hügelig. Bis der ansatzweise einer kommt, ist zu spät. Schon erschreckend, wenn ich der Einzige bin, der was ausschaltet. Das spricht nicht für mein Können. Au, 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 sie haben mich entdeckt.
Ja, jetzt war ich natürlich gesehen an der Stelle. Wenn du mein Team ist einfach nach vorne gestimmt, hat sich abmetzeln lassen. Das ist doof. Teilweise auch rausgefahren ins freie Feld. Und ich stand natürlich auch an einer beschissenen Position, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich hab's dann auch einen mitgenommen, aber... Ja. Da fehlt mir die... Das Können einfach und für die, wie ich spielen wollte, nicht meine Map. Hm? So. Matchmaking, alles sagt er. Das ist schon mal gut. Ich fahre jetzt einfach rein. Ich bin die Nachhut. Keine Angst haben. Kritischer Treffer, aber trotz Unterwanne nix gerissen. Ja, da fährt er wieder vor, oder? Okay. Aber da war noch mehr, oder? Und wo denn? Ich guck zu weit raus, ne? Ja, Pflaster drauf, gut ist. Ja, der erwischt mich dazu gut. Da prallt nichts ab. Mein Freund. Ja, jetzt bin ich doppelt tot. Komm da nicht durch, kann man nicht hin. Ruhig vor, mein Freund. Kein Treffer gelandet, ne? Keinen Treffer.
Unterwanne kein Durchkommen. Weil ich die Panzer einfach nicht kenne. Dachte, vielleicht kann ich noch einen Schaden machen, weil war klar, dass die jetzt pushen. Ich bleib dabei, es ist nicht mein Spiel. Ich möchte mich da nicht reinarbeiten. Ich spiele es hier so ein bisschen casual als Laie. Und ich werde mein Premium nicht verlängern. Das ist ganz klar. Ich mache heute eine Stunde, dann ist auch wieder gut. Mache ich dann noch eine Stunde was anderes? Weiß ich noch nicht. Aktuell eher nicht. Gleiche Map. Kann ich da durchs Wasser fahren? Ich glaube, genau hier müsste es gehen, ne? Genau, da hinten will ich hin. Nochmal vorher, komm. Ändert einen besseren Winkel. Das war, glaube ich, eher Fallschaden, den der gekriegt hat. Sieht mich nicht. Saftsack. Oh, ich kann gerade so schön schießen. Ich treff nix. Na, lock ihn. Ich bin ziemlich nah. Ja, aber an den komme ich leider nicht ran. Fahr mal so, dass du dich nicht beschießen kannst. Wer will halt den Beef? Er will den Battle. Ah, da kommt doch gleich einer. Na, jetzt hat er dich. Haben wir noch keinen mehr, der Sicht macht. Das ist schlecht. Hey, listen! Ich höre ein Hey, listen, aber... Ach, hallo, Mojito. Ja, ich komme nach ins Discord. Doch auf meinen Motor kaputt zu machen. Aua, aua, aua. Aber wir sind schon wieder alle tot. Es sind schon wieder alle gestorben. Er ist schon wieder überrannt. Ist dann doch gar nicht so doof. Ah, die Teams wieder heute. Die Teams heute sind wieder... Ach ja, wunderbar, oder?
kann ja mal in Teams kommen, die es drauf haben. Ich doch schon schlecht bin. So, hallo. Guten Abend. Es läuft mal wieder gar nicht hier. Ja, ich komme jetzt, wenn mich das Spiel denn lässt. Ja. Wie lange hast du denn noch? 4 Tage Premium? Ja, ich mach's heute vielleicht noch einmal. Und ich glaube dann nicht mehr, weil das kann man sich ja ausrechnen. Am Freitag werde ich definitiv nicht spielen. Morgen spiele ich kurz das neue Siedler an und mache danach was anderes. Ja, genau. Apropos neues Siedler anspielen. Wann bist du denn on? Weiß also ich, im Stream. Ich versuche es recht früh zu machen. Also ich weiß gar nicht, wann es losgeht. Also Preload war gestern um 18 Uhr. Vielleicht geht es morgen auch erst um 18 Uhr los. Also ich kann schon so viel spoilern. Es wird vernichtend in der Presse. Es ist ja jetzt schon vernichtend in der Presse. Und es wird morgen, wenn die Beta startet, nicht besser. Es wird nur schlimmer. Also das Spiel hätte nie so heißen dürfen. Dann wäre es vielleicht, ja, ich weiß nicht, also was man so gesehen und gehört hat, es ist kein Siedler, es ist kein Age of Empires, es ist irgendwas dazwischen. Und das ist halt einfach langweilig. Es macht halt keinen Spaß. Und ich gucke es mir trotzdem an, aber es wird mehr oder weniger auch ein Desaster, denke ich. Deswegen, also ich glaube, wenn ich eine Stunde aushalte, ist viel. Ja. Wie gesagt, mal aber also, ich gucke mir morgen auf jeden Fall bei dir im Stream an. Ja, also ich versuche, so ab 18 Uhr versuche ich und danach werde ich noch was anderes spielen, weil so geht's hier nicht weiter. Also das ist, außer der schönen Grafik ist nichts übrig geblieben. Das kann man wirklich so sagen. Ne? Okay, wenn wir nochmal spielen, schreib mich doch dann an, wenn du im Spiel bist. Ich im Discord. Das dauert ja 100 Jahre. Ja, immer ohne Witz. Sonst lockt er sich alles, also sonst klappt das immer einwandfrei. Der Login, kaum schreibe ich dich an. Der Login ist ein Witz hier in dem Spiel. Ja, ja, der dauert immer lange. Aber der Witz ist gefühlt immer, wenn ich dich anschreibe. Weil ich habe ja auch extra gerade in dem Anbildebildschirm, wo dieser Einlog, immer wenn ich dich anschreibe, so ey, nach dem Motto, ey, ich bin Discord, kannst kommen, so. Braucht der gefühlt 3 Jahre, als ob mein Internet von 100 Megabytes auf gefühlt einen 64K-Modem runterschrumpft, ey. Ich meine, und dabei dauert die Anmeldung ja so oder so schon so lange immer bei dem Game, was einfach total fail ist. Ja, ja. Free to play hin und her, aber schön und gut, aber das ist lächerlich. Ja, aber vernünftig Server soll es trotzdem geben. Also wenigstens eine schnellere Datenabfrage, sagen wir es mal lieber so. So, also, dann Einladung ist... Was ist der Load Balancer wahrscheinlich, wenn er Probleme hat? Du willst bestimmt 6er fahren. Oder? Wieso habe ich eine WhatsApp-Meldung bekommen von einer russischen Schriftzeichen-Seite? Ah, ja, ich fahre nochmal. Oh, stopp. Oh, sorry. Nicht bereit. Mit der Panzer. Wir können auch von mir aus den nochmal fahren. Also ja, wenn der andere tot ist, aber ich habe gerade Bock auf den. Aber wieso zum Geier? Den willst du fahren, okay. Die Musik ist wesentlich gut. Ein bisschen arabische Welt hier, gleich kommt Aladdin ums Eck. Oh, Achterpanzer auch. Ach, ich bumse um. Ja, du kannst dich hier oben hinstellen, da in die Büsche da. Warte, ich kann gerade noch nicht anpingen anscheinend. Da oben hin, weißt du? Ja. Die großen Büsche da. Dann kannst das ist zwar nicht so der Volk vom Busch, aber da stelle ich mich rein. Ja, genau. Die 70er sind vorbei.
Du warst an anderen Stellen, heutzutage hängt er beim Mann im Gesicht, wa? Naja. Ich habe wirklich einmal ein Pärchen gesehen, das ist schon ein paar Jahre her. Da waren diese langen Hipsterbärte total in Mode. Und der Typ bestand quasi nur aus Bart. Du hast kein Gesicht mehr gesehen, es war wirklich nur noch Bart. Und dann haben die an der Kasse im Supermarkt rumgemacht. Ich habe sie böse erwischt, aber ich bin nicht durchgekommen. Es ist bitter. Oh. Juhu! Bewegungstreffer. Du machst mir gerade gut Sicht. Ich weiß. Okay. Immer schön drauf da auf die Eulen. Ne, auf den einen komme ich nicht durch. Den Achter. Ich mach mal gerade einen Sechser da. Ah, die juckeln immer alle so. Juckel, juckel, juckel. Ja, muss halt abpassen. Aha! Ja, oh, da kommt ein Achter. Aber an diesen ist ein Sieben, weil er einfach nur lang düst. Ja, aber der ist butterweich. Der kann nichts, der kann nichts. Du müsstest wenigstens den Spotting Damage kriegen, ne? Ja. Immerhin. Oh, da ist noch was im Wasser unten. Sehr schön, wichtiger Schuss. Ja, aber wir haben mehr drauf geschossen. Shit. Ah, der Achter, kommst du an den ran? Der rechts da von dir? Nee, da ist der Fels im Weg. Ah, scheiße. So, ich muss mal gerade eben einen bannen. Warum? Ach so, okay. Follower-Bot oder so. Also Follower ist das Follower kaufen soll. Weil die das Video hier nachgucken. Hab ich ganz selten. Leute. Der Sechser müsste ich nochmal hochtrauen, aber das tut er nicht. Au, 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 au. Wirkungstreffer. Shit. Ja, schön. Und ein Achter zerstört im Sechser. Das bringt gute Erfahrung. So das Spiel meines Lebens hier. Aber auch nur, weil du so gut Sicht machst. Beziehungsweise mir gesagt hast, wo ich mich hinstellen soll. Das Problem, das kommt jetzt ein dicker Achter, der könnte jetzt gleich kurz wehtun. Shit, 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 shit. Verpasst. Ah, unten, da unten ist der Achter. Ja. Der tut weh jetzt, wenn wir Pech haben, der. Der Felsen ist genau davor. Ja, das ist semi-optimal. Aber ihr müsst flüchten, ja. Ja. Gegen den Achter machst halt nichts, ne? Ich mach da auch nichts gegen, ne? Da würde, denke ich, mich jetzt erwischen. Ich glaube, der sucht mich.
Nee, der versteckt sich gerade da unten, weil er von links bekommen hat. Aber egal, zieh mal weiter da auf die Ecke, wo die Hellcat da zuletzt war. Hier so hin, da müsste vielleicht gleich einer aufgehen. Der ist auch unten. Ein Wunder, dass ich nicht aufgegangen bin gerade. Oh oh. Ja, jetzt bin ich offen. Komm nicht runter, ich komm nicht runter, wie fies. Du musst viel schneller, das hättest du das Munitionslager reparieren müssen. Da hättest du nochmal einen Schuss rausbekommen. Das Problem ist, ich muss die Ketten reparieren. Nee, ja, oh doch, stimmt, okay. Ja, aber ich konnte es nicht machen. Repariert man. Ja, aber sonst hätte mich auch abgeschossen, weil er mich voll die Seite erwischt hätte, vorher schon. Ja, gut, okay, stimmt eigentlich auch. Eigentlich eine dumme Situation. Das war jetzt eine dumme Situation, ich weiß. Hättest du in dem Moment eigentlich gar nichts reparieren müssen. Weil da war der Drops schon gelutscht. Eigentlich schon. Aber so konnte ich noch einmal Schaden machen. Die beiden 1824 ja, okay. Schaden für mich, das ist viel. Also. Das ist ja fast schon, schon einer der besten Runden. Hitverdächtig. Ja, ich glaube, ich hätte mal über 2000 in einem Match. Das haben wir aber auch verloren. Ja, also sagen wir so, sie kommt auf jeden Fall unter die Top 3. Ja, Runde. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, ich mag diesen Langwasam eigentlich nicht, aber es ist der beste, den ich habe. Also, auf geht's. Jetzt, ach da, okay, warte, dann muss ich mal gucken, was nehme ich denn da? Oh ja, schöne Map. Matchmaking geht so. Aber schöne Map. Aber ich bleib mal hier unten irgendwo. Du kannst entweder hochfahren oder bleibst auch hier unten, musst du wissen. Das Problem ist immer dann, wenn ich hochfahre, ist der Drops meist schon gelutscht. Ich fahre jetzt trotzdem hin, aber. Wichtig, fahr weit rechts, sonst kriegst du sie am Arsch. Oh Gott. Ist jetzt schon zu spät wahrscheinlich. Nee, also du kannst schon da lang fahren, genau, aber weit rechts halten, richtig. Dann erstmal in die Richtung da fahren und dann langsam hochdrehen. Ja, ja. Ja, ist klar, Tiger. Ist klar. Der Tiger hat mir mal wieder so schön verstanden. Ach fuck, ich wollte in den Optionen noch ändern. Ich habe bei einem anderen Streamer gesehen, der hat die rote Linie so gestrichelt. Das fand ich irgendwie besser. Okay. Am Rand, aber es ist Geschmackssache. Jo, das sind aber Nuancen. Ja. Nuancen. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Das entscheidet hier nicht über Sieg und Niederlage, das ist ganz klar. Ja. Wichtig ist erstmal den Feind treffen. Und alles andere kommt dann. Hast du gesehen, dass es jetzt von Lidl auch Klemmbausteine gibt mit Asterix und Obelix? Was? Ja. Über online natürlich ausverkauft, aber was ich gelesen habe, ab 27.01. in ausgesuchten Lidl-Filialen. Oder in Teilnehmern. Oh nein, oder das heißt also, ich darf bei mir in der City hier mal rumfahren, oder? Weiß ich nicht, also die machen morgens um 7 Uhr auf. Ich meine, man erkennt es, Asterix und Obelix, die Figuren sind natürlich, naja, sind okay, was ich so gesehen habe. Aber das, ich sag mal, das Asterix-Haus ist witzig.
Es hätte was. Also sagst du wieder einen Aufbaustream? Weiß ich noch nicht. Also es ist vor allem günstig. Okay. Es ist vor allem günstig. Also die Lego-Preise sind ja jenseits von Gut und Böse. Das ist ja offenes Geheimnis. Aber wenn du halt siehst, ne? So ein Asterix-Haus für so ein 20er oder 25 Euro oder so, das ist in der Klemmbaustein-Welt, wenn man von Lego ausgeht, nichts. Ja? Ja, da kriegst du, wenn du Glück hast, 3 Teile nachgekauft ungefähr. Ja. Also wenn ich sehe, was die für ein 60 oder 80 Euro City-Set raushauen mit einem offenen Gebäude und der Straßenplatte bei, wo keine 2 Autos nebeneinander passen, da kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen will. Nicht, dass ich jetzt Lego City sammeln oder bauen wollen würde, aber ne, nur mal so Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann kriegst du da einfach ein komplettes Haus und es ist noch eine IP, nämlich die Asterix-IP oder Asterix- und Obelix-IP, also... Keine Angst, Menes. Ich rolle. Ja. Die Unterstützung rollt. Ja? Ich rolle einfach weiter. Ich roll einfach vor. Ich schluck den ganzen Schaden. Und wenn ich draufgehe, dann hattet ihr Zeit, in der Zwischenzeit auf die anderen zu schießen. Ich spotte, ich mach alles. Ich fahre jetzt einfach durch. Mut zur Lücke. Nein, jetzt hat es auch eine T30 erwischt. Nicht zurückfahren. Immer nach vorne. Immer schön nach vorne. Menes. Und Mädels. Die in den Panzern sitzen. Nicht zu arg. Ich fahre jetzt voll rauf. Ja, dann bin ich halt weg. Nee, nicht so wegschmeißen. Och. Da siehst du, kaum fahr ich vor, schon läuft's. Ja. Es war nur bergab, aber es läuft, war? Oder wie war das? Bisschen schräg stellen. Wir können doch nichts. Aua. Aua. Aua, aua, aua. So, Wirkungstreffer. Jetzt tut mal was hier. Wenn du geschossen hast, musst du danach nicht in Richtung des Feindes gucken, sondern leicht in die andere Richtung, nach links dann weiter. Weil links hast du deine Schwachstelle, der Kommandoturm ist links halt deine Schwachstelle, weißt du? Dann musst du logischerweise weiter nach links gucken. Ich fahr erstmal weg, ich hab nur noch 600 Punkte, aber ich hab mit dem 8er ordentlich was reingebrezelt. Also ordentlich, 400. Ist okay. Ich mache mal eben ein Hausblatt, weil... Na super, die Windmühle ist stärker als ich. Aua. Kommt die Artie und denkt, sie kann was. Ah, da ist der Zehner weg. Oh no, 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 no. Tot. Ich weiß nicht. Die Map ist irgendwie komisch. Was ein Witz. Ja gut, es ist ein Zehner, aber trotzdem. Was denn? Alter, dass du auf die Entfernung nicht durchkommst. Ja, nein, das ist nicht nur ein Zehner, das ist ein sehr starker Zehner. Der ist richtig pervers, aber der hat so wenig Leben, da kann ich auch mal mit einer HE drauf schießen. Im Notfall immer HE, das wirkt immer.
Bei so wenig Leben. 29, oder so. Ne? Ach du Scheiße, die Grille 15 hat mich gekillt. Jetzt sehe ich gerade, wo die steht. Und ja, wo ich gestorben bin. Am anderen Ende der Map. Ah, Scheiße. Stand doch noch links einer. Sollen wir das noch zu Ende gucken oder raus? Nee, hey, raus, nächster. Haben noch keine Zeit. Nächster. Ja. Premium voll ausnutzen, wa? Ja, ich habe die Dinger noch drin. Ne? Aber so, da hat sich irgendwie nichts getan jetzt. Also, was heißt nichts getan? Das dauert jetzt natürlich, aber ich hatte 95% bei der Fähigkeit und das war ja... Haben wir das eigentlich gewonnen? Ja, aber du musst sehen, das ist die dritte Fähigkeit bei 95%. Ne? Die dauert halt auch was. Ja, haben wir es wirklich... Das ist einfach so. Haben wir das wirklich noch verloren, ne? Echt? Ich habe nur Spiele verloren, nicht eins gewonnen. Oh, stimmt. Ja, schade. Ja, mach mal nochmal. Schade. Ich fahr vorne nochmal hin zum Spotten und dann... Kommt auf die Map an. Na, weil wenn's so eine Häuser-Map wird, dann... wird's schwierig, aber ja. Ja, genau die. Ne, ist eine andere. Aber die ist aber einfach zu spielen. Die ist gut zu spielen für dich. Du musst mich hinten hochstellen, ne? Da links. Genau, du fährst hier hoch und dann fährst du... Boah, warte. Krieg ich das so schnell hin? Ich weiß nicht. Hier, da, in die Büsche, da musst genau, du reinfahren. Genau. In die Büsche. Genau. Und dann kannst du von da genau hier rechts neben diesen Turm da zielen. Ja. Neben den Turm kannst du zielen. Hier, dahin. Hm. Hier. Wenn die da hochfahren wollen, weil ich fahr schnell auf den Berg, in der Hoffnung, dass ich da oben heile ankomme. Also nein. Und dann kannst du von da supporten. Ja, genau, also nein. Das hast du schon mal wenn versucht. Die Leben nicht... Ja... Das ist halt so eine nicht so einfache Sache, sagen wir mal so. Oh, die haben eine ganz blöde Art hier im Gegnerteam, ey. Die Left H18. Problem ist halt, in die Burg kann ich nicht schießen. Ich kann wirklich nur schießen, was hier jetzt gerade ankommt. Wie wo du das Eck schon markiert hast. Ja, ja, genau, ne? Da. Du kannst nur nach da zielen und dann noch vielleicht zwischen diese Lücke da schießen und so. Ah, anscheinend wissen die aber nicht, wie man hier fährt, deswegen. Komme ich anscheinend hoch. Ja, siehst du? Ah, die Artis. 605er Match, okay. Ja, ich kann hier nichts machen. Ich krieg keinen rein, ich kann hier wegfahren. Also. Immer mit der Ruhe. Du musst. Nee, sei doch nicht immer so ungeduldig. Warte doch mal. Ja, dann ist das Match rum und dann verliere ich auch. Also. Haben wir doch eben festgestellt. Da, wo ich sage, musst du stehen. So einfach ist das. Ja, tue ich ja auch. Ja, dann warte doch mal. In den ersten 30 Sekunden sterben meine ich immer welche, die zu ungeduldig sind. Übrigens, das haben wir gerade gewonnen auf Malinowka, also haben wir schon mal einen Sieg. Ja, eins. Ja, ja einen. Geht halt auch echt nichts auf bei den Gegnern, ne? Ja, weil auch keiner spottet. Ja, im Schiss, die sitzen einfach hinter der Burg, also hinter diesem Berg, wo die Burg drauf ist, da sitzen die und warten auf besser Wetter. Ne? Ist halt richtig übel, drei Artis, ne? Da ist halt echt so ein Dauerfeuer, wenn du da einmal von der Arti kriegst, ist Feierabend für dich. Zweimal auf den Sechser geschossen, der kurz, der in Mühe von seinem Turm gezeigt hat. Aber nicht getroffen. Ah gut, aber immer mit der Ruhe. Wie gesagt, die werden auch irgendwann ungeduldig. Und dann kommen sie. Und dann hast du, dann musst du deine Zeit nutzen. Du musst nicht vorfahren, um zu sterben. Da bringt gar nichts. Zumindest nicht mit dem Panzer.
Wer bitte? Hä? Ja, die schießt auf gut Glück dahin. Das meinte ich damit. Mit der Art, die. Kacke. Hast du eigentlich schon die große Kanone auf dem Ding? Ja, habe ich schon, ja. Echt? Das ist die große Kanone, mit dem das Ding da rumfährt? Ja, aber ich... Scheiße, wir haben heute Mittwoch, ne? Jo. Ach, verdammt. Hast du Lotto spielen vergessen? Nee. Hm. Dann kam heute der neue, die neue Folge von Boba Fett raus. Ach so. Da muss ich ihn gleich noch gucken. Ist das gut? Ich hab's noch nicht geguckt. Ist ganz okay, sag ich mal. Okay. Ja, gut, ich fahre jetzt vor zum Sterben. Das bringt nichts. Ja, wie gesagt, du hättest da hinten stehen bleiben müssen. Hätte nichts gebracht. Nee, die Art hat die ganze Zeit drauf geballert. Das war nicht, es war nur Scheiße. Irgendwann verrückt. Das Problem ist, unsere Art, die trifft halt auch einfach nicht. Weil der T3485M da zum Beispiel. Aber die Art, die vom Gegner, die trifft irgendwie. Die trifft sogar ganz gut. Hier gibt's eher eine reingezwirbelt. Ja, kann gut sein. Wenn du um die Ecke fährst, entweder von dem vor dir, von der Hellcat. Oh, der war aber. Oh, hast du Glück gehabt. Wieso sehe ich den nicht? Aber der sieht mich, oder was? Ah, da ist irgendwo so eine kleine Ecke, wo der durchschießen kann. Da musst du halt auch hinzielen. Genau da. Und dann rein da in die Holger. Gut, der dicke Max da vor dir ist natürlich jetzt eine Hausnummer, ne? Mir schon klar. Aber jetzt ist auch hinter dir einer, also... Den haben wir dann mitgenommen. Sehr schön, wenigstens etwas. Aber hinten wäre ich verreckt, hätte gar keinen Damage gemacht. Ja, gut, man hätte sich auch noch in andere Positionen stellen können, da hinten auf dem Plateau. Aber da macht man eigentlich
Das Beste draußen, da hinten. So. So, dann habe ich den Ding wieder hier. Den 8, da sagst du? Jo. Den 8, da sagst du. Mach mal, was könnte ich denn da nehmen? Lass mal kurz überlegen. Wieso ist mein Shopping Cart waiting? Ich habe doch gekauft. Was? Ich nehme mal den hier. In der zweiten Reihe hinten irgendwo stehen, tut es der auf. Ich habe Project Zomboid mir geholt. Echt? Aber ich muss noch Tutorial-Videos gucken oder so. Weil ich bin. Weil ich sag mal so. Ich hätte schon Lust drauf, es mal zu spielen, aber ich habe halt. Es ist sehr komplex. Also keiner meiner Kollegen hatte auf Lust. Ich sag mal, man kriegt es in den legalen Keyshops schon für 8-9 Euro. Das war es mir wert. Die Rocket Beans spielen es gerade. Da habe ich noch mal reingeguckt. Du kannst halt sehr viel machen, es ist sehr komplex. Aber zu Anfang startest du halt mit nix. Charakterstellung ist ganz okay, aber du startest halt wie gesagt zu Anfang mit nix. Und mit nix kannst du nichts machen. Und ich bin nur vor Zombies weggerannt, die mich sonst umgebracht hätten. Und dann habe ich keine Waffe gefunden. Und dann bin ich noch ein bisschen durch den Wald gerannt. Und habe ich gesagt, okay, das bringt so nichts. Ich brauche ein Tutorial. Und habe mich dann wieder ausgelockt. Also, es gibt ja auch dann Streamer. Ich meine, ich bin ein kleiner Hobby-Streamer. Aber wo fährst du denn hin? Hier hinten hoch, dachte ich. Ja, aber eins macht man einfach. Da kannst du gar nichts machen. Nur weil der Holzkopf da hinfährt, brauchst du da ja nicht auch hinfahren. Du hörst so mit, wo der ST1 da steht oder hier, wo die beiden Spezialisten da stehen, da gehörst du hin, aber nicht da. Der ist einfach nur ein Holzkopf da, der Bisonte C45. Naja, und also man könnte da auch einen Community-Server machen, aber ich mach bei meinen paar Zuschauern, ja, das wenig Sinn, ne? Ja gut, aber es ist auch Coop möglich, oder? Ja, klar. Falsch? Sonst hätte ich es mir nicht geholt. Was ist der denn? Ah, da. Dass das Schiff aber auch nicht ein bisschen nach unten sinkt, wenn ein Panzer drauf fährt. Sein. Nee, das fährt noch nicht mal, das sinkt noch nicht mal nach unten, wenn drei Mäuse drauf fahren. Das ist ein dickes Frachterschiff, wir wollen nicht drüber reden, aber trotzdem. Oh ja, ein dickes Containerschiff, aber trotzdem, es sind ja ein paar Tonnen, die da drauf kommen, also. Also ich habe heute wieder ein Glück mit meinen Achtern, du phänomenal. Egal, dann kann ich dir zugucken. Du hattest mich nach dem Hallo. Ja, boah. War doof. Das ist mal krass. Was? Ich bin ja wie gesagt im Tiefbau tätig. Ja. Und dann folge ich halt auch Liebherr, weil Liebherr ist halt da ja, Bagger, ja, Kräne, ja. Autokräne und. Ja, und die haben jetzt gerade auf ihrer Seite einen Mobilkran mit Teleskopausleger vorgestellt, der mit 6 Achsen es schafft, einen 90 Meter langen Teleskopausleger mit sich zu führen. Wie oft kann der denn ballern, der Typ? Der hat ein Magazin. 4-mal, 5-mal.
Rums. Einer weniger. Ja, also wie gesagt, so ein 300-Tonnen-Kran auf 6 Achsen, ne? Ja. Und wie gesagt, 90 Meter Teleskopausleger. Das ist schon eine Hausnummer. Also 300 Tonnen wiegt er natürlich nur, wenn er seine Zuladung nimmt, ne? Also wenn er seine Zusatzgewichte reinballert. Oder meine Ex den steuert. Weil sonst wiegt er nur 72 Tonnen. Ach, natürlich habe ich den Felsen getroffen. Du musst aber anders fahren, nicht so um die Ecke fahren. Wenn, dann musst du bis vorne mit der Schnauze voll gegen die Wand fahren und dann leicht nach hinten links wegfahren, dass du so in so einem flachen 15-Grad-Winkel raussteuerst. Also. Genau, ein bisschen stärker wird es auch noch gehen. Und jetzt langsam zurück. Das Problem ist halt, der Panzer, den du fährst, der ist eher, oder die deutschen Panzer sind eher für, genau, für um die rechte Ecke zu gucken, weil links ist halt, ja, die Schwachstelle, das Geschütz für Turmluke, ne? Aua. Ah, da war schon einer hinter dir. Ja, das sieht auch nach einer erfolgreichen Niederlage aus. Ja, ich habe 1000 Damage geblockt, 1000 Damage gespottet, 1400 Schaden gemacht. Ich war dabei. Das Team war scheiße. So. So, mein Jagdpanzer hier. Oh, dieser Hin- und Herwechsel ist ein bisschen stressig, aber mache ich schon. Hier mit den Panzern? Ja, weil ist doch immer bei mir. Ich habe nicht 5, 6 in der Liste. Achso. Deswegen. Ich muss mal die 5er bei mir ausblenden, by the way. Brauche ich ja nicht mehr. Nochmal schwer. Oh, das ist doch auch wieder so eine. Blach. Ja, was, wo soll ich mich hier hinstellen, weißt du? Das ist doch Bullshit. Ja, da gibt es aber mehrere Optionen. Also du kannst entweder rechts rumfahren und dann irgendwo hier so in die Büsche stellen. Aber wo ich mich hinstellen würde, wäre hier. Na ja, auch da, schon gedacht. Bei B1, ne? Da oben in die Ecke. Und dann kannst du schön die Einserlinie schön runter straight schießen. Hm. Ich meine, die Map ist so klein, ich muss das andere Ende ballern. Die Idee kommt leider noch zwei andere und schon sind alle Posis belegt. Ah, abwarten, da kommt gleich noch einer, der drauf geht. Oh, scheiße. Dann verabschiede ich mich mal. Ah, ich bin dann tot. Das ist doch meine Aufgabe. Nee, ich habe ungefähr mal ins Zornisnis geschlagen und dann festgestellt, dass das keine gute Idee war. Ja, du hast aber recht, es läuft im Moment schlecht. Sag mal, da wo ich stehe, kommen sie sich drauf zu schießen. Sie gucken, sie schießen lieber auf die Löcher, die eh schon in den Barrikaden sind, ne? Also in den Wänden und so. Da wo ich hier stehe, wäre so der Geheimtipp. Aber Thema Geheimtipp, wir kriegen der Shit in den Arsch versohlt.
komm nicht durch. Ah, das ist der Nachter. Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, okay. Gegen 8er zu haben, 6er war natürlich eine dumme Idee. Ja, das war wieder so Matchmaking für den Arsch. Ja, so kann man das natürlich auch sagen. Da hast du recht. Wie viel fehlt denn noch bis zum 7er? Ewig. Und ich habe kein Geld. Ich kann ihn mir nicht kaufen. Selbst ja nicht. 1 Million. 1,2 sogar. Ja, das reicht nicht. Sollen wir eben kurz 4 Minuten warten, bis der Booster wieder ready ist oder was? Nö, bis damit ich wieder tot. Hast du auch wieder recht. Ich könnte mal kurz auf erforschen, aber 60.000 brauche ich für den 7er Jagdpanzer. Moment. Garage. Doch, habe ich erst 11. Ne, das wird nichts mehr mit diesem Premium-Pass. Das Problem ist halt, ich bin Asterix und Obelix-Fan. Unsere Klemmbausteine klingt ja grundsätzlich auch nicht verkehrt, aber du brauchst Platz, stopp wieder zu. Das ist so der erste Punkt. Gut, aber du musst das eigentlich auch so sehen. Eigentlich müsstest du es kaufen und einlagern und gar nicht erst aufbauen. Ach. Einfach als Anlage. Klemmbausteine und Wertanlagen, das sagt der Held der Steine auch immer. Er sagt, das ist Quatsch. Da machst du keinen Reibach mit. Vielleicht ein super seltenes Set, aber was ich noch überlegt habe, wäre Harry Potter Angriff auf den Fuchsbau, weil Thema hier, ne? Fuchs und so. Das hätte ich noch überlegt. Aber die wollen für das Set 100 Euro haben. Nee. Nur dann, um zu sagen, Fuchsbau, haha, ich bin hier der Fitzfuchs. Das ist, ne? Weiß ich nicht. Ja, ne? Schöne Map. Na, zumindest schönes Matchmaking. Ja, das... Ja. Da sind ein, zwei, die können fies werden, sagen wir ja, mal so. Ja, aber sie können fies werden als Achter und nicht fies werden als Zehner. Ja. Kann man jetzt sehen, wie man will. Oh ja, boah, Kess macht Selbstmord-Action hier, oder was? Ja, scheint so. Andererseits, es tut bei so einem Asterix und Obelix-Set auch nicht weh für den Preis, sich das in den Keller zu legen. Richtig. Das kommt halt noch hinzu. Ich meine, wir sind uns auf jeden Fall einig, Briefmarken sammeln, das hat mein Opa früher gemacht, meine Eltern haben die Briefmarken, der lebt schon lange nicht mehr. Meine Eltern haben die Briefmarken mittlerweile alle verkauft, das fand ich gut, da habe ich auch immer Druck gemacht. Ich habe gesagt, ein blauer Mauritius ist eh nicht dabei. Guckt, dass ihr den Kram loswerdet, solange es noch jemanden gibt, der was dafür zahlt. Und das haben sie dann auch eingesehen. Ich habe immer wieder, wenn ich Gegner zu hatte, sind die Briefmarken schon weg, ja. Ich meine, es wäre jetzt nicht meins, aber ich kann schon verstehen. Viele sagen vielleicht, das ist voll das lame Hobby. Ich glaube, es ist ein ziemlich entspanntes Hobby, Briefmarken sammeln. Also ich wäre jetzt, wie gesagt, nicht meins, aber ich kann schon verstehen, dass man daran Spaß haben kann. Aber es macht halt kaum noch einer. Ja? Deswegen ist es auch nichts mehr wert irgendwie. Ich wollte gerade sagen, du bist ja schon drüben. Kann ja nicht jeder so lahmarschig fahren, wa? Ich fahre hier oben ganz gemütlich. Und der IS6 wartet auch noch auf besser Wetter. Ich sagen, cappen wir gleich mal. Nee. Wieso nee? Schaden machen ist besser. Ha, mein Freund. Wenn ich so easy gegen dich durchkomme, dann fahre ich doch mal zu dir hin. Dann sage ich dir doch mal hallo. Da kommt ein harter Freund. Komm nicht durch.
Komm, De Gladi, De Gadi. Alle nass. Er kann nichts, ich habe mir schon vorbereitet. Sehr schön. Jetzt haben wir da mal den Ferdinand. Den grillen wir jetzt als nächstes. Da ist noch einer. Komm schon, wo die Kanone wieder hinschießt, ey. Ich weiß, dass er es nicht lassen kann. Also schieß schon. Schade, ich komme nicht mehr hin. Nein! Oh, wie konnte ich denn da vorbeisimmeln? Fragen wir uns alle. Mann. Das fragen wir uns alle. Egal, ich war mit dabei. 1400 Damage, 2345 abgeblockt. Ich dachte einfach, komm, die haben sich auf die andere Seite verschanzt. Ich fahre jetzt hinten rein, da wird schon ein bisschen was abprallen. Und so ist es auch passiert. Genau so ist es auch passiert. So muss das sein. So. Ich bin die 5er aus und dann können wir nochmal 6er. Und ich kann die Dings wieder aktivieren. Eine Stunde mache ich noch. Komm. Soll's. Echt so lang? Ja, oder hast du keinen Bock mehr? Du musst. Warte mal. Wenn ich das jetzt aktiviere, geht's noch eine Stunde. Ja, warte. Nee, ich wollte eigentlich noch Boba Fett gucken. So. Wie lang, nee, komm. Wie lange dauert die? Nee, komm, sonst wird mir das alles wieder zu spät. Ja, gut. Nee. Dann lassen wir man es. Man soll aufhören, wenn es am schönsten war. Genau, dann lassen wir es. Eins ohne Bonus würde ich noch machen. Alle hopp. Oder? Ja, alle hopp. Eins. Ja, weil ich doch meine, eins machen wir doch noch hier. Dann strebe ich nochmal was. Ja, ich habe schon wieder 10,4 Millionen auf der Kante. Ja gut, du hast ja schon viel, ne? Panzer und so, du musst ja nicht mehr so viel kaufen. Und wenn du die anderen fährst, ja, um mit mir... Das Problem ist, wenn ich damit wieder einen 10er ausbaue, sind die 10 Millionen auch wieder runter. Was kostet denn so ein 10er Panzer? 6,1 Millionen. Wenn er nicht gerade günstiger ist oder durch Blaupausen günstiger ist. Ist doch ein Schnapper. Sowas, ne? Ja. Wenn er oben an der Spitze ist oder durch Clan-Boni, wird er günstiger, ne? Dann kostet er, wenn du Glück hast, so...
5 Millionchen oder so. 5 Millionchen. Aber, ja. Aber da kostet halt auch der Ansetzer mal eben, ne? Ach so, der ist auch nicht, teuer. Nicht, ja, natürlich, der kostet nicht so wenig. Der kostet dann mal eben so 500.000, 600.000. Wenn du damit hinkommst, ne? So, eigentlich ein ganz schönes Matchmaking, muss ich feststellen. Aber ein richtig schönes Matchmaking. Wie lange geht denn so eine Boba Fett-Folge? Eine Stunde? Ich glaube 45 Minuten, aber sicher okay. Bin ich mir gerade nicht. Okay. Deswegen. Ja, alles gut, alles gut. Ich hab nur für. Weil ich habe ja auch Disney Plus und. Fand ja auch The Mandalorian also, gut. Wie gesagt, ja, Mandalorian. Deswegen genau, war so meine Überlegung, ob ich das nicht auch noch gucken soll. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich gerade die Harry Potter-Filme nochmal nachschaue. Oh ja, genau, das sehe ich auch. Fühle ich auch, hast du recht. Gott, wie kann man da vorbeischießen? Meine Güte! Ich meine, gut, er war schnell unterwegs, aber trotzdem. Das ist keiner ins Dorf gefahren. Na, braucht auch erstmal nicht. Wo hat der mir durchgeschossen? Fahr doch zurück, Tiger, du verdammter Vollidiot, Alter. Hm. Solche Leute, weißt du, kriegen die Fresse, fahren zurück und blockieren dann einen, weißt du? Ey, könnte ich ja wieder. Komm, ich blockiere dich, du Penner. Hm. Guck mal, wie du das findest. Und? Komm, krieg mal was in die Fresse. Keiner im Dorf. Ah, die kommen noch, kein Stress. Oh. Ja, jetzt kriege ich voll aufs Fressbrett. Ich habe mich zu weit vorgetraut. Teufel werde ich tun.
Scheiße. Hab ich mich locken lassen. Ja, die stehen alle hinten drin, warten auf besser Wetter. Ja, aber sie töten halt, ne? Ja. Er hat recht. Voll der schnelle Panzer. Hallo Rediger, schön, dass du reinschaust. Und warum auch immer du verraten schreibst. Auf die Ecke musst du zielen. Da, wo ich anping. Da werden die aufgehen, irgendwo anders. Weiter links, ne? Ja. Ja, zu spät. Ja, jetzt nach da, wo unser Typ gerade geplatzt ist. Da kommt er jetzt gleich hin. Mhm. Sehr schön. Jetzt wieder hier auf die Ecke zielen. Da auf die Ecke. Mhm. Ah, ne, halt, warte mal. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Umdrehen, hinter dir. Ja, du hängst an diesem kleinen Treppchen. Der ging nicht durch. Nee, nicht zurück. Wo hätte ich hinfahren sollen? Wo hätte ich hinfahren sollen? Ja, da stehen bleiben, da stehen bleiben. Und dann weil so hat sie von links noch Deckung. Achso, nee, warte mal, der von vorne hat dich getötet. Genau. Ja, gut, hat der mit Gold geschossen? Ja, genau. Der hat mit Gold geschossen. Da hättest du egal, wo du gestanden hast. Ja, Ruhiger, ihr habt gespielt. Ich wollte mich da nicht einklinken. Und wenn man da Missionen macht, dann... Habe ich halt lieber was anderes gespielt heute, ist doch vollkommen in Ordnung. Hätte mich auch fragen können, ne? Gute Nacht. Aneinander mal wieder. Und hier hatte ich noch Premium, also warum nicht nochmal World of Tanks? So. Gut, sei es drum. Genau. Ich wünsche dir gute Nacht. Bis morgen im Stream. Ja. So, das war World of Tanks für heute. Es lief nicht. Immer ganz ehrlich, aber es läuft auch nicht, weil ich es auch nicht zulassen will. Weil ich mich hier nicht reinarbeiten will, weil ich mich hier immer noch sehr wie ein Laie verhalte. Ich weiß das. Trotz alledem, es war, wie gesagt, für mich der letzte Spieltag Premium, weil 4 Tage sind es noch. Morgen Siedler, Freitag was anderes, Samstag bin ich wieder weg und Sonntag habe ich auch keinen Bock mehr. Also, ja, sei es drum. Beim neuen Event, wenn irgendwas Lustiges ist, bin ich vielleicht wieder dabei, aber so lege ich World of Tanks jetzt erstmal auf Eis. Vielleicht nochmal irgendwann World of Warships, wer weiß. Aber es gibt noch irgendeine andere Spiele, die ich noch zocken will, die noch auf mich warten. Und ja, deswegen ist jetzt an dieser Stelle Schluss. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs, wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.